Willkommen zu einem neuen Video. Hunde gelten als besonders treu. Dass dies stimmt, zeigt die bewegende Geschichte eines Schäferhundes aus Argentinien. Als sein Besitzer stirbt, reist der Hund aus, um nach ihm zu suchen. Schließlich findet er das Grab seines Herrchens und wacht dort 11 Jahre lang, bis er schließlich selbst verstirbt. Kapitan, ein prächtiger Schäferhund mit schwarzbraunem Fell, lebte seit 2005 bei der Familie Guzmán in der zentralargentinischen Stadt Villa Carlos Paz. Miguel Guzmán hatte ihn seinem damals 6-jährigen Sohn Damian geschenkt, doch Kapitan hing vor allem am Vater. Deshalb war es für den Hund ein schwerer Schlag, als Miguel am 24. März 2006 unerwartet starb. Noch am selben Tag machte er sich auf, seinen geliebten Meister zu suchen. Die Familie war so sehr in Trauer beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkte, dass der Hund fehlte. Nach einiger Zeit kehrte Kapitan zurück und schnüffelte an allen Ecken, als wollte er die Fährte von Miguel aufnehmen. Er kam allerdings nicht ins Haus, sondern blieb draußen einige Meter von dem Haus entfernt. Dann verschwand er. Als er nicht mehr auftauchte, dachten die Guzmáns, das arme Tier sei von einem Auto überfahren worden oder einer anderen Familie zugelaufen. Einige Monate später geschah etwas Unerwartetes. Wie jeden Sonntag besuchte die Familie Guzmán das Grab des verstorbenen Vaters. Plötzlich war Damian ganz aufgeregt. Mama, rief er, schau, da ist Kapitän. Veronika Guzmán konnte kaum glauben, was sie sah. Ein schwarzbrauner Schäferhund kam bellend auf die beiden zugelaufen und begrüßte sie freudig. Es war tatsächlich Kapitän. Die Guzmáns versuchten, den Hund mit nach Hause zu nehmen. Dieser weigerte sich doch, sie zu begleiten. Am nächsten Sonntag traf die Familie Kapitän wieder am Grab von Miguel. Diesmal folgte er den Guzmán zu ihrem Haus und blieb dort für ein paar Stunden. Danach kehrte er zum Friedhof zurück. Auf dem Friedhof war Kapitän bekannt. Als die Blumenhändlerin Martha ihn im Jahr 2007 zum ersten Mal entdeckte, hatte er ein gebrochenes Vorderbein. Ihre Kinder halfen es zu schienen. Tag für Tag begleitete der treue Hund den Friedhofsdirektor Hector Baquera auf seinem Rundgang. Aber pünktlich um 18 Uhr kehrte er jeweils zum Grab von Miguel zurück. Dort verbrachte er jede Nacht. Wie der Hund das Grab seines geliebten Meisters gefunden hat, ist ein Rätsel. Die Guzmáns hatten ihn nämlich nie zum Friedhof mitgenommen. Guillermo Buhr, ein Tierarzt aus Villa Carlos Paz, der selbst Schäferhunde züchtete, vermutete, Kapitän sei einfach seiner Nase gefolgt. Hunderassen, die als Spürhunde gezüchtet wurden, könnten sogar einen in 10 Meter Tiefe begrabenen Menschen an seinem Geruch erkennen. Mit der Zeit wurde Kapitän schwächer. Das arme Tier verlor einen Teil seines Augenlichtes und litt unter Nierenversagen. Am 18. Februar 2018 erlag der 15-jährige Kapitän seinem Leiden. Seit er 2007 das Grab von Miguel gefunden hatte, war der Schäferhund seinem Herrchen 11 Jahre lang keinen Tag von der Seite gewichen. Das ist wahre Tiertreue. Danke fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile dieses auf WhatsApp und Facebook.